Willkommen zu einer weiteren Folge Championship Manager 93 auf den Amiga mit dem FC Chelsea. So, unsere dritte Saison ist jetzt vorbei und wir sind nicht abgestiegen. Wir haben Chelsea als Tabellenletzter übernommen, konnten sie aber zurück auf den, ich glaube, 11. Platz oder was war das? Mal gucken. Info, auf 11. Platz führen. Also wir sind nicht abgestiegen. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt beginnen wir die neue Saison. Dazu machen wir erstmal New Season. Da werden erstmal alle Daten aktualisiert. Pause für News natürlich. Hutchinson und Rogat sind Spieler des Spieler des Vereins, sag ich mal, junge Spieler der FA Premier. Also für die Premier League, besten Spieler der Premier League, für ältere Spieler und für jüngere Spieler. Ja, Spieler of the Year, Spieler of the Young Spieler. Spieler des Jahres ist Hutchinson, junger Spieler des Jahres ist Steve Froggatt. Manager des Jahres ist Brentford von Southampton. So, Steve Froggatt has been voted the club player of the year. Your average this, also unsere durchschnittliche Zuschauerzahl betrug 33.322. Wir bekommen 2000 weitere Kapazität und unser Stadion fast an 42.000. Manchester United Eric Cantona has been joined to Milan of Italien für 1,3 Millionen. Brian Dean ist nach Dynamo Dresden gegangen für 1,6 Millionen. So ist das. So, weiter geht's. The sack by the Mansfield. Mansfield ist in die Non-League abgestiegen. Norwich have appointed. Ja. Aston Villa has been Simon League Scout. Okay. Ja, das sind so die Staff-Nachrichten, was die anderen Vereine alle gemacht haben. Aber da sind wir eigentlich gut aufgestellt. So, jetzt kommen die Spielerdaten, werden jetzt überschrieben. Mit den aktuellen Daten, mit neuen Daten, wie auch immer. Das ist dann gleich zu Ende. So. Ja, früher, wo ich das noch auf Disketten gespielt habe, das Spiel, das hat dann Ewigkeiten gedauert. Aber ich habe mir das dann irgendwann mal in den 90ern auf der Amiga-Festplatte installiert und dann ging das dann genauso schnell. Mittlerweile habe ich einen Amiga-Emulator über den PC, weil PC halt das Nonplusultra ist und Amiga gibt es ja leider nicht mehr. Was heißt, gibt es nicht mehr? Gibt es schon noch, aber ist nicht so das, was man, ne? So, jetzt geht's los. Spieler, die jetzt sich verpissen, also die ihre Karriere beenden. Wilkins geht mit 39 Jahren in Rente. Angel Speckman geht mit 35 Jahren in Rente. Dann Snowden geht mit 32 Jahren in Rente. Genauso wie Gaynor geht auch mit 32 in Rente. Colin Calabus geht auch mit 31 in Rente. Haben wir ein paar Spieler in Rente geschickt, so ist das. Kann sein, dass wir da ein paar Jugendspieler bekommen, aber ich denke mal eher nicht. Mal gucken. So. Yes, sehr gut. Sparta Prag müssen wir spielen im Europapokal der Pokalsieger, weil wir sind ja Pokalsieger geworden.
ist sehr gut. So, wir haben 1, 2. Zwei Jugendspieler bekommen, Russ und Short. Mittelgeld zentral und im Angriff links zentral. Den Russ, den können wir gleich wieder vertickern. Trzysikowski, Mittelfeld zentral. 60.000 ist er wert, weg damit. Und der Angreifer, den kann man auch vertickern. Und kann direkt nach Hause gehen. Und Trzysikowski 80.000, immerhin. So, jetzt müssen wir ein paar unhappy. Also der Beresford wird verkauft. Burnley, ja, der wird nicht vertickert, den behalten wir. Und was will er? Mehr Gehalt. Wir sind hier in der Premier League, da müssen wir ein bisschen mehr Geld reingeben. So. Greg Burley, kriegt das mit die 10 wieder. M. Cooper, also der wird vertickt. Der kann sich verabschieden. Trzysikowski. Dawes kann sich auch verabschieden. Rogat, den behalten wir natürlich, aber der ist gerade verletzt. 2,9 Millionen. 10 Wochen. Dann kommt erstmal Hightech Rehabilitation. So, und tschüss. Gareth Hall kriegt die 2. Ja, will auch mehr Geld haben. Kriegt er 4.000. Er ist glücklich und bleibt im Club. Hitchcock kommt weg. Hutchinson, unser Knipser von letzten Jahr, der bleibt auf die 11. Kann er erstmal bleiben. 3,1 Millionen immerhin. David James, 750.000, den haben wir für 100.000 gekauft. Der bleibt auf dem Tor. Jameson kann verpissen. Lee. Der kann sich auch verabschieden. Dann geben wir erstmal einen neuen Vertrag. So. Und tschüss für 1,2 Millionen. Immerhin besser als gar nichts. Livingston Myers, der kriegt die 5. Genau. Das ist auch glücklich. Eddie Newton. Der wird Libero. Die werden vertickert. Graham Stewart. Der kriegt die 8. Graham Stewart kriegt die 8. Das ist klar. Klar wie klare Kloßbrühe. Just be happy to stay in the club. Paul Tate. Ja, mach mit dem Knirsch. Den verticken wir, der war letztes Jahr nicht so toll. Der wird verkauft. Mit dem Weiss, es kriegt die 7. Wird aber auch vertickt. 1,1 Millionen, okay, was brauchen wir? Mittelfeldangriff rechts, Stürmer zentral, defensiv, nee, Richard Hall. Gareth Hall. Ah, Richard Hall wird man holen. Genau, Shortlist. Ach, Cole. Ja, genau, you know, Andy Cole wollten wir holen und Biggins.
Brauchen wir den Biggins. Der wird dann Ersatzspieler erstmal. Hier Minuten. So. Biggins ist die 14. So, da brauchen wir noch eine 7, eine 9 und eine 3. Jo, dann gucken wir mal die Search Player. Scout Search, Defensiv Zentral. Redmond und Stevens. Small will nicht zu mir, oder? Will er zu mir? Ist der gelb oder weiß? Ne, Stevens ist weiß. Small will zu mir, aber gut. Small, okay. Redmond, ah ne. Flair hat er nicht, das ist egal. Den kaufen wir. Small wird dann Stamminnenverteidiger für die 3. So, dann brauchen wir noch einen Mittelfeldangriff rechts. Carter von Walsall. Heading hat er nicht so gut, Tackling hat er nicht so gut. Und auf die Shortliste. Gucken wir mal, was wir noch sonst haben. Am Mittelfeldangriff rechts, Mittelfeldangriff rechts. Alter, gehen wir nicht um den Sack. Normal Search. Mittelfeld. Mittelfeld Angriff rechts. Heading soll er haben und Pace. Schnelligkeit und Kopfbälle. No player sound. Okay. Mittelfeld Angriff rechts. Nein. Opas wollen wir natürlich nicht haben. So. Ja, Gixen kann man sich leisten. Bud Williams. 2,5 Millionen. Das wird zu teuer sein. Impey. Warte mal, müssen wir die Preise eindämmen. Mittelfeldangriff rechts. Von 0 bis 1 Million. So. Carter von Walsall. Russ, Kibo. Von Luton. Kibo von Luton, der ist auf die Transferliste. Wo kommen wir stehen? $250.000 nehmen wir noch an. So, einen Stürmer brauchen wir. Attacker zentral. Campbell und Matthew. Matthew will aber nicht zu mir. Campbell. Ne, der ist nix. Dann suchen wir mal Attacker zentral. Dann gehen wir auch bis 1 Million Euro. 1 Million Pfund, Entschuldigung, nicht Euro. Euro haben wir hier nicht. So, bis maximal 24 Jahre alt. Da haben wir einiges. Beinlich, das ist Ausländer, wollen wir nicht. Wood, Sutton, Chris Sutton. Nee, der ist nur. Na gut, der ist nix. Watson, Clayton, Vieri von Luton. Ja, dann hol ich den Vieri. Eindeutige Sache, kaufen. Ist mir egal. Ist mir Jacke wie Hose. Für 950.000 kann ich ihn locker leisten. So, okay. Dann wollen wir jetzt mal unsere 9er einstellen. Vieri auf die 9. Auf die 7 kommt Kiewer.
Auf die 3 kommt. Wer haben wir denn da jetzt geholt? Wir haben wir jetzt für die 3 geholt? Forgot as linkes Mittelfeld, okay. Hä? Was hier holt, warte mal. Begin Small, Colin Small, den wollen wir haben. Colin Small, da ist er doch. So, die Nummer 6. Dann kann der. Der Beresford erstmal spielen, bis der wieder fit ist. So. So spielen wir dann. Jetzt müssen wir noch Freundschaftsspiele machen. Friendly Match. First Picture, klar, gegen. Akzept auch, weil wir spielen zu Hause. Da spielen wir gegen AS Rom. Jawohl. Da spielen wir gegen AS Monaco. Wenn die denn wollen. Jawohl, zu Hause. Und hier spielen wir gegen. Wie spielen wir denn jetzt hier? Gegen Hamburg SV. Away. Ich bin zu Hause, home. Greg Burley ist verletzt, leider. Dann müssen wir so lange einen anderen reinsetzen. Den setzen wir dann rein. Wir probieren mal was aus. Hutchinson auf die 10. Auf den 11, den Biggins. Nenne ich den Biggins, den Jugendspieler. Den Short. Ist der doch was, wer weiß. Too few Pickett sind da noch verletzt. Burley und Fugard. Ach, die 12 haben wir nicht besetzt. Sitzt man auf die 12, ist die Frage. Den Ross. Und let's go. Dann gucken wir mal, wie wir gegen Maritimo Funchal spielen. Go for Chelsea. Chip passed own goal. Own keeper. Die Nummer 4 hat den eigenen Torwart überwunden. 1-1. Die Nummer 8 hat ausgeglichen. Und 2-1, oder? It's a penalty, wusste ich. Und 2-1. Go for Chelsea. Flicked in off a bar. Kiebel. Sehr gut. Vieri bringt nur 4, aber das muss nichts heißen. Maritimo, die Nummer 12, die Nummer irgendwas. Ah, zumindest unentschieden gespielt, nicht verloren, das ist schon mal viel wert. So kann es erstmal bleiben, auch wenn die Werte nicht so toll waren, aber egal. Greg Burley resumes training at 67% by Twin. Oh Mann, okay. Gut, dann wollen wir mal die 10 mit der 11 tauschen.
und Greg Burley kriegt 10. So. Jetzt spielen wir gegen AS Rom. Rogat ist immer noch verletzt. So ist das. Gegen die Roma. In Bayern und James. Hier ist Einzug für Rom. Go for Chelsea. Hoot Buster Keeper. Christian Vieri. 1-1. Stewart has a real chance, but tackled. Hutchinson drop on goal. Go for Chelsea. We finish in style. 1-2-1. Hutchinson ist auf jeden Fall gefährlicher im Sturm als im Mittelfeld. Aber ist auch okay, der ist ja Mittelfeldangriff, der kann beide spielen. Wieder jetzt im Text. He looks in trouble. Aber klar, Eddie Newton, rote Karte, ey. Gareth Halbert, Captain of the Ship. Und wir müssen jetzt mit 10 Mann weiterspielen. He's struggling. Small booked. Goal for Chelsea. Crashed into the net. Gareth Hall. 3-1. Goal for Chelsea. Despatch and their keeper. Graham Stewart. 4-1. Mit 10 Mann 4-1 gewonnen. So muss das sein. So gefällt mir das. Wer hat da am Auge gestimmt? Sehr gut. Ja, da will keiner was haben, ich weiß. Chelsea gegen Monaco. Newton. Newton darf wieder spielen und weiter geht's. Chelsea gegen Monaco. Goal for Monaco, looping header into the corner. Wird aber nicht gegeben, weil der weil die Situation nicht klar war. Gut. Aber immer noch 0-0, das ist sehr gut. Aber wir haben wieder 2-5er drin. Aber egal, dafür sind Vorbereitungsspiele da, die sich einspielen. Goal for Chelsea, tapped into the net. Craig Burley, 1-0. Bad back pass. Donna Hutchinson will clear the defense to Chelsea. He prints the net. Monaco geschlagen. Aber wie gesagt, es sind Testspiele. Die spielen da nicht mit 100% Power, sag ich mal. Die spielen da, um zu testen. John Beresford. Bist du defensiv links? Muss gleich einen Ersatzspieler holen. 1,1 Millionen, wir wollen mal 1,5 haben. 1,275. 1,4, sehr gut. Da geht's nach Manchester United. Gut, da müssen wir uns jetzt was kaufen. Scout Search. Mittelfeld. Angriff links. Aber gar nichts. Das ist ja nicht so gut. Vor allem darf er nicht teuer sein.
Und maximal 500.000. Wallace. Danny Wallace, ne. Sinton Olney. Ne. Mike Mika. Muss man überlegen. Vielleicht finden wir noch einen besseren. Mike Mika kaufen wir uns mal, das soll ja nur Ersatz sein. Ist 250.000 nehmen wir an, na klar. 3-Jahres-Vertrag, sehr gut. So. Chelsea, Mike Mika. Geht erstmal auf die 6 und weiter geht's. Neil Manuel. Oh, das ist ein paar Tage verletzt. Hamburg, Hamburg, hahaha. Nein, wollen wir nicht sagen. Alles gut. Hier müssen wir mal den James als Elfmeterschützen einsetzen, solange keiner andere getroffen hat. David James, da ist er ja. So. Inder, du Inder. Und weiter geht's gegen Hamburg. Number 3 clubs the defensive side past the keeper and it's in. Wird aber nicht gegeben, weil er ein Handspiel gesehen hat, der Schiri. Hutchinson clubs the defense, but he misses. Bad. Aber er hat nicht getroffen, schade. So, weiter geht's. Hutchinson has a real chance, but he should this target it's irgendwie. Brilliant goal for Hamburg. Into the net. Their number 11. Hat sie getroffen. Die 11. Central attack. Spielen mit 3 Stürmern, 4-3 spielen die, glaube ich. Christian Mieri claps the defense, but he should smother it. Goal for Hamburg. Thumped in the net. Der Linksverteidiger. Goal for Chelsea. Crashed into the crowd. Dan Hutchinson. Graham still fought in the rear. Penalty not given. Naja, 3 Siege und 1 Niederlage, das ist in Ordnung, denke ich mal. Kann man so lassen. Chevy Wayne Mike Cooper, bist du bei einer? Achso, du bist mit einem 29-jährigen Stürmer, kannst du haben. Oh. 380.000, 410.000, ist doch mal eine Hausnummer, weg damit. Shuffle Wednesday. So, jetzt spielen wir noch ein Spiel, dann ist Schluss für diese Woche mit dem Video. Dann geht es nächste Woche dann richtig los in der Liga. So, Everton gegen Chelsea. Holgert ist noch verletzt, Tate ist verletzt, aber der ist eh nicht mehr Stammspieler. Sitz passt weg und sagt noch, aber Newton darf dann wieder Captain of the Ship sein. So, und weiter geht's. Chelsea gegen Everton. Go for Everton. First home. Scored by Kivomia. Super goal for Chelsea. Glorious strike into the net. Dan Hutchinson.
Go for Everton. Lashed past James, Chris Armstrong. Myers klingt drauf, go for Chelsea. Ich finde es da nett. 2-2, sehr gut. Ich spiele gegen den amtierenden englischen Meister, Everton. Go, Edison, 3-2, sehr gut. Das soll ich machen. Hutchinson hat immer noch, Bieri hat das soll ich machen. Und Myers hat es auch wieder oben. Sehr schicki. Das sagt uns doch voll und ganz zu. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Drei zu drei. Spiel haben wir 3-3 gespielt, also hat keiner gewonnen in dem Sinne. Paul Tate resumes training at 95% match fitness. Kann er ja machen. So, gucken wir, wer unser nächster Gegner ist. Futures. Tottenham. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit dem Ligastart beim FC Chelsea in der vierten Saison. Bis nächste Woche dann. Ciao, ciao.